Hallo zusammen, ich nehme jetzt heute das dritte Yoga-Video für euch auf. Ich bin froh, dass es gerade klappt. Die Kamera hat ein bisschen gezickt, aber wir arrangieren uns ja alle. Also es wird ein etwas ruhigeres, etwas entspannenderes Yoga-Video, ein bisschen sanftere Stunde, ein Feel-Good-Yoga. Und deswegen darfst du gleich mal in der Rückenlage beginnen in Shavasana für eine Anfangsentspannung. Leg dich auf deine Matte. Gib deine Füße Hüft- bis Mattenbreit auseinander, die Zehen fallen nach außen. Die Arme legst du neben den Körper, so leicht geöffnet. Handflächen zeigen nach oben und die Schultern kannst du ein bisschen runternehmen. Wenn du möchtest, dein Kinn ganz leicht zur Brust eingedreht halten. Und wenn du kannst, schließt du deine Augen. Zunächst einmal atmest du nur. Atme ganz natürlich. Lass deinen Atem durch den Körper wandern. Seufzen nach oben, weil vorher die Luft so ein bisschen verkrampfter, ein bisschen gestockter gegangen ist. Oder auch wenn du dich selbst dabei mal beobachtest, dass du dir beim Atmen schwer tust. Dann nimm dir den Augenblick, atme tief in deinen Bauch ein und geräuschvoll aus. Kannst mitmachen. Löse dabei die Schultern. Gib den Körper auf die Matte. Sei einfach nur präsent. Spür die Matte unter deinen Armen und Beinen, wie sie dich sanft empfängt und dir Ruhe schenkt. Versuch dich darauf einzulassen, den kritischen, analytischen Geist mal durchatmen zu lassen. Sag ihm ja, du bist wichtig, du bist sehr wichtig, aber auch du hast mal eine Pause verdient.
Langsam deine Finger wieder bewegen, Zehen aufrecken. Nochmal tief einatmen und ausatmen, ganz so wie der Atem jetzt kommt. Und dann kannst du die Augen öffnen und dich mal strecken, mach dich lang, Arme strecken bis in die Zehen und dann die Spannung lösen. Und dann bleibst du nur noch liegen auf der Matte, stellst dein linkes Bein auf, nimmst jetzt dein rechtes Bein und legst den rechten Fuß über dein linkes Knie, also auf den linken Oberschenkel. Thread the needle. Und dann greifst du jetzt mit deinen Händen entweder an deinen Oberschenkel am linken Bein oder greifst weiter durch, je nach Beweglichkeit, zum Schienbein. Achte dabei darauf, dass der rechte Fuß hier gefleckt bleibt, dass die Zehen angezogen sind, nicht hier locker, sondern dass du die zum Knie hinziehst. Mit dem Einatmen streckst du jetzt deinen Rücken auf der Matte aus, sodass du hier nicht rund wird, sondern dass du lang bist und überall Kontakt spürst, auch in diesem Bereich. Und mit dem Ausatmen kannst du jetzt ganz sanft dein linkes Bein zu dir ranziehen. Einatmen, streck dich, nimm die Schultern von den Ohren weg und ausatmen. Zieh dein Bein näher zu dir ran. Du kannst auch immer den Abstand noch mehr anpassen, wenn dir das auch noch zu sehr unangenehm ist, kannst du hier auch ein Handtuch nehmen und das Bein halten hier. Du kannst auch die Position von der Hand variieren, je nach Bedarf. Mal mit deinem Atem. Einatmen in die Länge, in die Schultern, von den Ohren weg und ausatmen. Arbeite dein Bein noch ein paar Zentimeter näher zu dir. Und dann halte mal in dieser gedehnten Position. Gerne die Augen noch einen Moment schließen. Achte darauf, dass die rechten Zehen geflext sind. Also zum Knie hinziehen, vor allem der kleine Zeh. Atme weiter. Komm zu deiner Yoga-Atmung. Das heißt, du atmest in den Bauchraum hinein und heraus. Und dann löse langsam wieder auf die Haltung. Senke dein linkes Bein. Greife mit den Händen jetzt. Beschränk die Finger und greif mit den Händen in dein rechtes Knie. Streck dein linkes Bein aus. Zieh die linken Zehen nochmal zum Kopf. Einatmen hier. Mit dem Ausatmen ziehst du jetzt dein rechtes Knie direkt an deine Brust heran. Einatmen, streck dich, aktiviere dein linkes Bein. Der Oberschenkel ist angespannt. Ausatmen, zieh dein rechtes Knie zu dir. Zieh es mehr so zur Mitte hin, nicht so zur Seite. Und wirklich, dass noch mehr Muskeln gedehnt werden, noch mehr Bereiche vom Bein angesprochen werden. Beim Atmen spürst du wahrscheinlich die Bewegung in deinem Bein. Erinnere dich daran, mit der Konzentration bei der Atmung zu bleiben. Aktiviere nochmal das linke Bein, Muskeln angespannt. Und mit deinem nächsten Ausatmen senke jetzt dein rechtes Bein. Du kannst die Hände für einen Moment auf den Bauch legen. Daumen berühren sich, Zeigefinger berühren sich. Nimm den Unterschied wahr. Zwischen den Beinen, vielleicht spürst du die Öffnung in der linken Hüfte, Dehnung hier am Beinansatz vom rechten Bein. Wollen wir die Beine natürlich auch gleich dehnen und deswegen stellst du jetzt deinen rechten Fuß auf, nimmst dein linkes Bein, Zehen wieder geflext, ganz wichtig, also angezogen zum Knie, legst du den linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel. So knapp über dem Knie und dann greifst du wieder mit den Händen hindurch, also zwischen deinen beiden Beinen hindurch, durch diese Lücke und mit dem anderen Bein nebendran.
Falls Oberschenkel oder Schienbein, streck doch mal den Rücken lang. Wenn dein Rücken rund wird und du den nicht gerade kriegst, dann nimmst du eben eine Stufe tiefer, dann greifst du nicht ganz so weit um dein Bein herum. Und mit dem Ausatmen ziehst du es wieder zu dir ran. Einatmen, streck dich auf dem Rücken, kannst dein Kinn leicht zur Brust nehmen. Und ausatmen, dehne deine linke Hüfte. Versuche mal deine Atmung zu zählen. Zähle bis 4 bei dem Einatmen. Halte für 1 und ausatmen 6. Einatmen 4. Halten 1. Und ausatmen 6. Probier das für ein paar Atemzüge. Wenn das für dich unangenehm ist, kannst du auch die Atmung natürlich anpassen. Du sollst keinen Sauerstoffmangel kriegen, aber mal ein bisschen üben darin, die Atemzüge zu verlängern, länger ausatmen als einatmen und vor allem auch diese Atemleere mal wahrzunehmen. Dieses 4 einatmen und dann halten schafft Raum für Gedanken und dann ausatmen. Noch einmal. Dann löse mit dem Ausatmen dein rechtes Bein, streck es aus, Oberschenkel aktiv, Zehen ziehen nach oben, mit den Fingern diesmal andersrum verschränken und dein linkes Knie greifen, einatmen hier mit dem Ausatmen, zieh dein Bein zu dir ran, einatmen, streck dich in der Länge, vom Scheitel bis zur Ferse und mit dem Ausatmen zieh dein Knie ein paar Zentimeter weiter zu dir ran. Du kannst immer mit dem Einatmen ein bisschen lösen, wenn du möchtest. Spannung ein bisschen nachlassen, ausatmen, aktivieren. Und dann halte hier für 2 Atemzüge. Wenn du möchtest, zähl nochmal die Atmung. Und mit dem Ausatmen lässt du dein Bein sinken. Dann greifst du mit den Händen um die Oberschenkel. Kannst auf der Matte hin und her rollen und dich zum Sitzen rollen. Komm zu deinem Meditationssitz. Wir begrüßen uns noch einmal, um die Stunde offiziell zu beginnen. Gib die Hände auf die Knie. Schließ nochmal gerne deine Augen und dann atme ein fürs Dreifache um. So, nachdem wir die Beine schon ein bisschen aufgewärmt haben, machen wir jetzt weiter mit dem Oberkörper. Heb dafür mit dem Einatmen deine Arme nach oben. Mit dem Ausatmen dreh dich nach links. Setz die rechte Hand auf dein linkes Knie und die linke Hand hinter dir auf die Matte. Einatmen, streck dich aus der Wirbelsäule. Mit dem Ausatmen schaust du über deine linke Schulter und drehst dich weiter. Einatmen, strecken.
Ausatmen, drehen und den Blick mitnehmen. Bleibe hier. Zwei Atemzüge gerne zählen. Vier einatmen. Eins halten. Und sechs ausatmen. Atme ein für vier. Halt eins. Und atme aus für sechs. Mit dem nächsten Einatmen nimmst du jetzt deinen linken Arm nach oben. Mit dem Ausatmen platzierst du die linke Hand auf deinem rechten Knie in dieser verkreuzten Haltung. Einatmen, löse die rechte Hand, bring sie nach oben, wandere mit der linken noch weiter an dein Knie herum, wenn du kannst. Und ausatmen. Rechte Hand hinter dir aufstellen. Bleibe hier, halte die Drehung. Einatmen, streck dich. Und ausatmen, Blick über die Schulter. Gerne den Atem zählen in deinem Rhythmus. Scheue dich nicht zu variieren, sodass es für deinen Körper, für die jetzige Situation ideal ist. Noch ein Atemzug hier. Mit dem Einatmen heb wieder den rechten Arm nach oben. Ausatmen, rechte Hand aufs Knie. Mit dem Einatmen heb beide Arme, mach dich groß und weit. Ausatmen, Hände zur Matte. Jetzt kannst du die Hände auf die Matte aufstellen, auf die Knie kommen zum Vierfüßler und dich dann in den herabschauenden Hund schieben. Du kannst ein bisschen auf der Stelle laufen, wenn du möchtest. Für den ersten Hund des Tages Beinrückseiten aktivieren. Kannst auch mal dein Gewicht von der rechten Hand auf die linke verlagern, dabei die Hüfte hin und her schieben. Dann sink wieder beide Füße, schau zu deinen Händen und lauf mit kleinen Schritten nach vorne. Beug dabei, soweit wie nötig. Dein Knie lass dich hängen für einen Atemzug. Mit dem nächsten Einatmen zieh dich hoch, mach dich groß. Ausatmen, Hände zur Brust. Jetzt nimm deine Füße ein bisschen weiter als mattenbreit. Ich weiß, ihr seht meinen Kopf nicht, aber es geht leider nicht anders. Nimm die Arme beide nach oben, sind beide gestreckt. Einatmen hier. Ausatmen, senke die linke Hand auf dein linkes Bein. Und zieh dich zur linken Seite. Und dabei ist ganz wichtig, dass du dir vorstellst, du wärst zwischen solchen zwei Platten und deswegen bist du ganz flach. Also du lässt den Arm nicht nach vorne kippen, sondern hältst ihn flach über deinem Kopf. Lässt die Hüfte, Schultern, alles in einer Linie. Und die linke Hand, die hat nur ganz wenig Gewicht. Die stützt sich nur so ein bisschen sanft ab. Zieh den rechten Arm in die Länge. Und schau an deiner rechten Achselhöhle vorbei, als wolltest du gucken, ob du schon schwitzt. Blick nach oben, schieb den rechten Fuß in die Matte und halte hier. Öffne deine ganze rechte Körperseite. Einatmen zu Kiel. Mit dem Einatmen. Zieh dich nach oben, heb beide Arme und ausatmen direkt zur rechten Seite. Rechte Hand sinkt nach unten. Wander dein Bein so weit entlang, wie passend für dich. Nur ganz sanft aufgesetzt. Der Arm nicht vor dem Körper, der soll wirklich
in einer Linie mit dem Ohr und dem Boden sein. Schieb den linken Fuß fest in die Matte. Die Zehen sind nach vorne gedreht. Der linke Arm ganz gestreckt. Heb den Blick. Schau an deiner Achselhöhle vorbei. Zieh dich nach oben. Lass dich nicht reinsinken. Atme tief und vollständig. Spiel mal mit der Gewichtsverlagerung auf deinem linken Fuß. Vielleicht ist jetzt dein Gewicht nur auf der Fußaußenseite. Versuch auch mal dein Gewicht auf die Innenseite zu verlagern. Noch ein Atemzug hier. Halte den Kopf oben, wenn du kannst. Mit dem Einatmen zieh dich nach oben und ausatmen. Komm am Anfang deiner Matte zum Stehen. Wir kommen jetzt zu ein paar Runden Sonnengruß. Du kannst wie immer variieren, wenn du möchtest. Ich leite jetzt eine bisschen abgewandelte Variante des Sonnengrußes an, als die ich sonst mache. Also fühl dich frei, den zu praktizieren, der dir am besten gefällt. Und wenn du sonst keinen kennst, dann machst du den hier mit. Gut. Füße geschlossen oder hüftbreit geöffnet. Mit dem Einatmen heb die Arme nach oben, streck dich lang. Mit dem Ausatmen öffne die Hände über die Seiten. Komm in die Vorwärtsbeuge. Knie so weit gebeugt wie möglich, wie nötig, dass Bauch und Oberschenkel sich berühren. Einatmen, gestreckte Vorwärtsbeuge, Rücken gerade. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten auf den Zehen. Einatmen, heb die Arme, streck dich hoch. Ashtanga-Prasana. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, komm zu einem stabilen Brett, runder Rücken im oberen Bereich. Ausatmen, komm ganz zur Matte nach unten. Zehen ablegen. Einatmen, kleine Kobra, Gewicht ist im Rücken, Hände könntest du lösen. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, heb dein rechtes Bein, dreibeiniger Hund. Ausatmen, Fuß zwischen die Hände. Wenn der Fuß nicht ganz vorkommt, nachhelfen mit der Hand. Einatmen, Arme nach oben, Bauchnabel zieht rein. Ausatmen, komm nach vorne zur Vorwärtsbeuge in einer Bewegung. Einatmen, Arm heben, leicht zurück. Ausatmen, Hände senken. Einatmen, nach oben, Handflächen berühren sich in Andali Mudra. Ausatmen. Schwanengeste, Uttanasana, gerne Knie gebeugt. Einatmen, gestreckte Vorwärtsbeuge. Ausatmen, linker Fuß zurück. Einatmen, komm hoch, streck die Arme, zieh den Bauch nach innen. Versuche nicht vorne durchhängen zu lassen, sondern dagegen zu arbeiten. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, Brett. Ausatmen, Bauchlage. Zehen ablegen, einatmen. Kleine Kobra, stell dir vor, du ziehst die Matte unter deinen Händen nach hinten, sodass deine Schulterblätter näher zueinander kommen. Ausatmen. Herabschauender Hund. Einatmen, linkes Bein nach oben. Ausatmen, Fuß zwischen die Hände. Einatmen, komm nach vorne. Und ausatmen, lass dich hängen. Ah, wir haben es hochkommen vergessen. Einatmen, Arme heben. Ausatmen, komm nach vorne zum Durchhängen lassen in der Vorwärtsbeuge. Einatmen, Arme heben. Und ausatmen, senken. Zweite Runde. Einatmen, heb die Arme, streck dich. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, gestreckte Vorwärtsbeuge. Ausatmen, rechten Fuß zurück. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, komm zum Brett. Ausatmen, Bauchlage. Einatmen, Kobra. Ausatmen, Hund. Einatmen, rechten Fuß hoch. Ausatmen, Fuß zwischen die Hände. Rechter Winkel im vorderen Knie. Einatmen, Arme nach oben.
Ausatmen in einer Bewegung. Zur hängenden Vorwärtsbeuge. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, senken. Linke Seite. Einatmen, streck dich. Ausatmen, Flügelgeste. Einatmen, gestreckte Vorwärtsbeuge. Gerader Rücken. Ausatmen, linker Fuß zurück. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, Brett. Ausatmen, Ellbogen nah am Körper. Komm zur Bauchlage, Zehen ablegen. Einatmen, Kobra. Ausatmen, Hund. Einatmen, linker Fuß nach oben. Ausatmen, zwischen die Hände, rechter Winkel im Knie. Einatmen, Arme nach oben, Bauchnabel zieht rein. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Arme nach oben und zurück. Hände senken. Letzte Runde. Ich hoffe, ihr werdet langsam warm. Es geht übrigens beim Sonnengruß nicht unbedingt darum, dass der perfekt ausgeführt sei, ist, sondern ihr sollt auch wirklich lernen, mit dem Atem zu fließen. Also versucht da euren Fokus drauf zu legen. Einatmen, nimm die Arme nach oben, streck dich. Ausatmen, Hände senken. Einatmen, gestreckte Vorwärtsbeuge. Rechter Fuß zurück, ausatmen. Einatmen, Arme hoch und zurück. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, festes Brett. Ausatmen, leg dich ab. Zehen ablegen, einatmen, Schulterblätter zur Rinde. Ausatmen, schieb dich zum Hund. Einatmen, rechter Fuß nach oben. Ausatmen, zwischen die Hände stellen. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Arme hoch und zurück. Und senken. Linke Seite, einatmen, hoch. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen, links. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Dann stell dich wieder an den Anfang deiner Matte. Und öffne jetzt deine Füße so einen großen Schritt breit. Dreh deine Zehen zu den Kanten von der Matte aus. Also nicht nach vorne zeigen lassen, sondern zu den Seiten öffnen. Dann heb mit dem Einatmen deine Arme. Mit dem Ausatmen beug jetzt deine Knie und bring die Hände in Anjali Mudra vor deinem Herzzentrum zusammen. Für Devi Asana. Bleib in dieser Haltung. Versuch dein Becken ein bisschen nach vorne kippen zu lassen. Ich wechsle von der Seite. Also nicht, dass es hier durchhängt, sondern dass du es nach oben ziehst, dein Schambein und dein Rücken gerade wird. Ja, auch eine schöne Challenge, hier so durch die Gegend zu watschen. Bitte bleib in der Haltung. Schultern gesenkt, Bauchnabel zieht nach innen, Schambein nach oben. Merkt vielleicht, wir machen heute den Fokus mehr aufs lange Halten. Es ist ein bisschen mehr eine Hatha-Praxis als eine Flow-Praxis. Langes Halten kann auch sehr herausfordernd sein. Also bleib bei mir. Heb mit dem Einatmen deine Arme, komm leicht aus der Haltung wieder raus. Und ausatmen. Senke jetzt deine Hände auf die Knie. Du darfst Gewicht drauf geben, dich reinhängen lassen. Einatmen hier und ausatmen. Senk deine rechte Schulter Richtung Matte. Einatmen, dreh dich zurück. Ausatmen. Linke Schulter, nimm den Blick mit.
Langsam im Wechsel. Einmal einatmen, Mitte. Ausatmen, rechts. Lass dich tief reinsinken. Einatmen, Mitte. Und ausatmen. Das löst die Spannung in den Schultern. Komm wieder zur Mitte. Einatmen. Nimm die Arme hoch. Halte hier. Und ausatmen. Senke die Arme. Dreh jetzt deinen linken Fuß ein. Platziere ein bisschen weiter nach links, sodass beide Fersen in einer Linie sind. Und verkürze mal den Abstand hier zwischen den Beinen. Für Pyramid Pose. Pyramid Pose übt sich normalerweise am besten mit zwei Blöcken hier. Ich weiß, dass viele von euch vielleicht keinen Block daheim haben. Deswegen könnt ihr auch einfach die Hände aufs Schienbein abstützen. Versucht dabei aber so ein Microbend im Knie zu behalten. Also so, dass ihr merkt, dass es nicht komplett durchgestreckt ist, aber dass eben, dass man es nicht wirklich sieht, die Beugung im Knie. Gut, dann hebt mit dem Einatmen die Arme und ausatmen, gerne über die Flügelgeste nach vorne kommen, Microbend im rechten Knie und dann die Hände dorthin platzieren, wo sie eben hinkommen. Vielleicht kommen sie auch neben den Fuß. Mit dem Einatmen streck nochmal deinen Rücken in die Länge, soweit es geht. Mit dem Ausatmen lass dich über dein rechtes Knie sinken. Die Bewegung ist Nase Richtung Zehen und nicht Nase Richtung Kniescheibe. Also versuch den Rücken in die Länge zu ziehen. Schieb deine rechte Hüfte nach hinten und die linke nach vorne. Und schieb den linken Fuß fest in die Matte, vor allem mit dem Großzehbein. Also der Bereich hier. Vielleicht findest du noch ein paar Zentimeter Tiefe. Spürst die Dehnung in der rechten Beinrückseite, spürst, wie dein Bein sich langsam öffnet. Und dann mit deinem nächsten Einatmen schiebst du die Hände nochmal nach oben, streckst nochmal den Rücken lang. Ausatmen, beugst dein rechtes Bein und stell die Hände vor dir auf die Matte. Komm mit dem Einatmen zum Brett und ausatmen, halte im Brett. Schieb die Hände in die Matte, öffne die Finger. Der Mittelfinger zeigt nach vorne. Und in deinem Brett kannst du wirklich, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, einen runden Rücken im oberen Rückenbereich machen, sodass du die Schulterblätter weit auseinander schiebst. Die Hüfte bleibt trotzdem tief. Es ist keine Gelegenheit, um die Hüfte hochzunehmen. Und dann mit dem Ausatmen schiebst du dich wieder zum herabschauenden Hund. Heb jetzt mit dem Einatmen dein rechtes Bein nach oben und ausatmen. Platziere den rechten Fuß zwischen deinen Händen. Kannst wieder nachhelfen, wenn der Fuß nicht weit genug nach vorne gekommen ist. Und diesmal legst du dein linkes Bein ab, sodass dein Knie auf der Matte ist. Das kann manchmal unangenehm sein. Wenn sie unangenehm ist, knickst du die Matte um oder du legst eine Decke drunter. Und jetzt schieb die Hände, leg die Hände auf dein rechtes Knie und schieb dich nach oben, öffne dich. Achte wieder auf den rechten Winkel. Dein Knie sollte nicht weiter vorne sein als deine Ferse. Lass dich tief sinken, in die Hüfte hineinsinken. Mit jedem Ausatmen spannst du deine Bauchmuskeln an, ziehst den Bauchnabel nach innen. Dein Brustkorb weitet sich nach oben,
Mach dir Platz zur Decke hin. Und jetzt nimmst du deinen linken Arm und du kannst, damit ihr es besser seht, kannst entweder den linken Arm hier an deinem rechten Knie entlang strecken oder, wenn du noch tiefer möchtest, den Ellenbogen vorbeiklemmen an deinem Knie, Hände ineinander schieben und den Blick über die rechte Schulter nehmen. Versuch die Schulter nicht am Ohr zu halten, sondern wegzuziehen vom Ohr. Atme in die Dehnung. Öffne dich der Drehung hin. Sinke tief mit der Hüfte. Lass los, lass sie sich öffnen. Und dann mit dem nächsten Einatmen kommst du wieder in die Mitte, streckst dich noch einmal nach oben. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, komm noch einmal zum Brett. Ausatmen, komm zum Mund. Und dann schau zu deinen Händen und jetzt kannst du nach vorne laufen. Oder, wenn die gerne ein bisschen Dynamik drin haben, können auch einen kleinen Hüpfer machen. Und nach vorne springen zu den Händen. Mit dem Einatmen hebt die Arme nochmal über die Seiten. Ausatmen, senke sie. Öffne dich wieder. Mit dem Einatmen dreh die Zehen nach außen. Und ausatmen, komm zu Devyasana. Versuch deine Knie nicht nach innen fallen zu lassen, sondern die ziehst du nach hinten. Also hier öffnen. Bewegung ist Hüfte weit, Bauchnabel wieder einrollen. Kannst mal in Daumen und Zeigefinger zusammenbringen. Chin Mudra. Arme zu den Seiten öffnen. Bauchnabel aktivieren. Und wer möchte, kann hier Mula Bandha einsetzen. Das ist der Beckenbodenverschluss, dass du alles von unten einmal nach oben saugst. Dir vorstellst, du sammelst die gesamte Kraft, die zieht sich einmal zu dir nach oben. Dann sink noch ein bisschen tiefer in die Asana hinein. Und dann mit dem nächsten Einatmen öffne dich nach oben und ausatmen, Hände senken. Dreh jetzt deinen rechten Fuß ein, den linken weiter nach vorne korrigieren, Abstand wieder etwas verringern für Pyramid Pose, Pyramidenhaltung. Du willst deine Hüfte nach vorne ausgerichtet halten, Bauchnabel saugst du weiterhin nach innen. Und aus deiner Hüfte kommt jetzt die Bewegung. Hebe mit dem Einatmen die Arme nach oben. Wir öffnen sie diesmal über die Seiten. So weit wie du kannst. Du kannst wieder ein Microband im Knie behalten, wenn du möchtest. Die Hände dorthin platzieren, wo sie aufkommen. Und dich mit deinem Ausatmen in die Asana reinsinken lassen. Deine Nasenspitze zieht Richtung Zehen. Der große linke Zeh drückt sich in die Matte. Den Kopf kannst du locker hängen lassen. Schieb deine linke Hüfte nach hinten und die rechte nach vorne. Dein Atem ist ruhig und gleichmäßig. Deine Konzentration ist ganz bei dir.
Nächsten einatmen. Schiebst du dich nochmal nach oben. Ausatmen, beug dein linkes Bein, stell die Hände vor dir auf. Einatmen, komm zum Bett. Und ausatmen, halte hier, starkes Brett. Schulterblätter auseinanderschieben. Schieb deine Ferse nach hinten. Dreh die Finger, die Mittelfinger nach vorne und dein Blick geht zur Matte. Du willst nicht nach vorne gucken, sondern nach unten, sodass die Wirbelsäule in ihrer Verlängerung ist. Noch einmal einatmen hier. Und ausatmen. Schieb dich in den herabschauenden Hund. Mit dem nächsten Einatmen hebst du jetzt dein linkes Bein nach oben. Ausatmen. Platzierst den Fuß zwischen den Händen, rechter Winkel. Und legst dann dein rechtes Knie ab. Wieder die Option, deine Matte umzuschlagen, ein Kissen oder eine Decke zu verwenden. Dann stell die Hände auf dein Knie auf, richte dich auf. Und mit dem Ausatmen lass dich reinsinken in deine Hüfte. Öffne dein rechtes Bein so weit wie möglich. Du kannst gerne die Augen jederzeit schließen, wenn du das Gefühl hast, du hast den Gleichgewicht gefunden. Halt die Schultern gesenkt, zieh den Bauchnabel nach innen. Schau mal, ob du noch ein paar Zentimeter tiefer sinken kannst, ein paar Millimeter vielleicht. Wer möchte, kann auch als Variation die Arme nach oben nehmen, den Brustkorb nach oben weiten. Und dann senke die Hände wieder, nimm jetzt deinen rechten Arm. Entweder schiebst du den Arm an deinem linken Knie vorbei oder du platzierst wieder deinen rechten Ellbogen links von deinem linken Knie. Schaust mal, ob du die Hände zueinander geben kannst. Mit dem Ausatmen schieb die Hände ineinander. Heb den Blick, versuch den Nacken, den Hals lang zu halten. Blick nach oben zur Decke. Mit dem Einatmen dreh dich nach vorne, heb die Arme noch ein letztes Mal. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, komm zum Brett. Und ausatmen, schieb dich in den Hund. Und schau nochmal zu deinen Händen. Du kannst Schritt nach vorne kommen, dich hinsetzen oder wer will, mach wieder einen kleinen Sprung. Und komm zum Sitzen. Wir machen noch eine letzte, ein bisschen verknotende Asana. Und zwar ist der Adler im Liegen. Garudasana. Leg dich dafür auf deinen Rücken. Heb mal deine Beine und jetzt bringst du dein rechtes Bein über dein linkes. Das ist eine gute Vorübung für den Adler, wer vielleicht im Stehen noch nicht ganz die Balance findet, aber gerne mal das Verknoten üben möchte von den Beinen hier. Kann das hier perfekt ausprobieren. Also rechtes Bein über linkes verschlagen, wenn man sitzen würde. Und dann kannst du probieren, ob du noch weitergehen kannst. Jetzt nimmst du die Arme und bringst den linken Arm über den rechten. Und verschränkst wieder die Arme, Handflächen zueinander. Wenn das nicht geht, einfach nach den Ellenbogen greifen. Und jetzt bist du in dieser schön verknoteten Asana. Und jetzt kannst du mal versuchen, die Hände vom Kopf wegzuschieben. Und die Ellenbogen auf Schulterhöhe zu bringen. Und dann hebst du deine Beine. Und mit dem Ausatmen ziehst jetzt deine Ellenbogen zu den Knien. Und halte hier. Aktiviere Bauchmuskeln, Bauchmuskelübungen. Halte. Für 5.
4, 3, 2, fast geschafft. 1. Und lösen. Du kannst deine Arme lösen, ausschütteln, wenn du möchtest. Wer will, kann die Beine jetzt noch verschränkt lassen. Und mit der Hüfte so ein bisschen nach rechts rocken und die Beine zur linken Seite fallen lassen. Und dann den rechten Arm ausstrecken, nach rechts, den linken Arm nach links und versuchen, die rechte Schulter auf der Matte zu lassen. Das Knie muss nicht auf den Boden kommen, aber die rechte Schulter sollte auf der Matte bleiben. Und den Blick nach rechts nehmen. Optional kannst du auch die Füße einfach lösen und die Knie übereinander nebeneinander nach links kippen lassen. Komm mit dem Einatmen wieder zur Mitte. Und ausatmen, löse die Beine. Und jetzt wechseln wir die Seite, linkes Bein über rechtes, einmal verschränken oder doppelt. Den rechten Arm über den linken, Hände zueinander geben, Handflächen vom Kopf wegschieben. Jetzt heb deine Beine und heb die Arme in die Luft. Zieh Ellenbogen und Knie zueinander. Kannst zu deinen Händen schauen. Den Bauch nochmal stark machen. Für 5, 4, 3, fast geschafft. 2, 1. Und lösen. Leg dich ab, öffne die Arme. Du kannst die Hüfte ein bisschen nach links versetzen. Die Beine zur rechten Seite fallen lassen. Schulter, linke Schulter bleibt auf der Matte. Du kannst auch eine Variation der Beine nehmen, wenn du möchtest. Blick zur linken Seite. Zieh deine Nasenspitze nach links. Und schieb den Hinterkopf nach rechts. Gerne die Augen geschlossen. Mit dem Einatmen komm wieder zur Mitte zurück. Ausatmen, löse auf. Gib die Fußsohlen aneinander. Lass die Knie zu den Seiten fallen. Handflächen kannst du auf den Bauch legen. Schließ deine Augen. Und denke jetzt an 3 Dinge, für die du heute dankbar sein kannst. Knie wieder zusammen. Greif nochmal mit den Händen um die Füße. Für Happy Baby öffne die Knie zu den Seiten. Kannst du hin und her wollen. Letzte Bewegung, den Kopf mitdrehen. Dann führ nochmal die Füße zueinander. Knie zu den Seiten, Handflächen. Daumen berühren sich, Zeigefinger berühren sich. Denk jetzt an 3 Dinge, die du an dir gut findest. Dann löse die Füße wieder. Halte die Augen geschlossen.
Leg sie ab, Hüft bis Matten bereit. Öffne die Arme zu den Seiten. Und mach dich bereit für Shavasana. Ich werde dich wieder liegen lassen. Du kannst gerne noch 5 bis 10 Minuten in Shavasana liegen bleiben. Schließe deine Augen, zieh dein Kinn ganz leicht zur Brust. Handflächen nach oben gedreht. Stell dir vor, du gehst im Wald spazieren. Ganz für dich allein. Um dich herum blühende Pflanzen, ein gelber Zitronenfalter. Im Baum hörst du ein Eichhörnchen, wie es durch die Blätter krabbelt. Begrüßt den Frühling. Und er grüßt dich zurück mit einem Sonnenstrahl und Blumenduft.